Alte Männer, junge Frauen. Aber warum eigentlich? Everything is sexist. Everything's a gender conspiracy. Everything is sexist. It's the patriarchy. Hey, herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal und heute haben wir einen wunderschönen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Da gibt es irgendwie eine Oma, die schreibt immer so ein paar Blogs und das ist wieder ein Vorschlag, der kommt von euch. Und hier geht es darum, dass sie sich darüber ärgert, dass sie nur alte Männer mit jungen Frauen sieht und nicht umgekehrt. Und wie es dazu kommen kann. Also, viel Spaß mit diesem Video. Okay, bevor ich euch den Artikel vorlese, geht nochmal Dank raus an Christoph. Christoph hat mir 10 Euro über PayPal gesendet für meine Videos. Vielen Dank, Christoph. Und er schreibt einfach, danke für deine Arbeit. Danke dir für deine Spende. Alte Männer, junge Frauen. Unsere Seniorenkolumnisten ist umgeben von Pärchen mit großem Altersunterschied. Aber immer nur in eine Richtung. Warum eigentlich? Alright, liebe Seniorin, vielleicht schaust du mal mein Video Beziehung auf Augenhöhe ist Bullshit. Da gibt es ein paar Erklärungen dafür. Ich war vor kurzem mal wieder in der Oper. Die Aufführung war nett, aber das Publikum fand ich noch spannender. Was die Menschen unter schicker Kleidung verstehen, wie die Menschen schauen, wenn auf der Bühne etwas Ergreifendes passiert und wer da mit wem hingeht. Als die Flügeltüren nach der Vorstellung aufgingen, sah ich nämlich mal wieder ein Beziehungsmuster, das mich ständig umgibt. Junge Frauen, die sich bei deutlich älteren Männern eingehakt haben. Ich muss gleich vorweg sagen, ich finde das nicht verwerflich, wo die Liebe eben hinfällt. Ich verstehe, dass ältere Männer eine Reife ausstrahlen können, die eine Sogwirkung hat. Natürlich gibt es auch alte Blender, die mit ihren Statussymbolen imponieren wollen und genauso fürchterlich sind wie in jungen Jahren. Aber wenn Menschen auf eine gute Weise alt werden, werden sie auch zu besseren Partnern. Sie haben genug erlebt, um sich von Kleinigkeiten nicht mehr aus der Ruhe zu bringen zu lassen. Sie müssen sich nicht mehr beweisen, indem sie aus dem einen Philosophiebuch zitieren, das sie vor kurzem im Studium gelesen haben. Dieser Drang, diese Unruhe, vorbei. Was mich aber rasend wütend macht, ist die gesellschaftliche Ungleichheit. Wie oft sieht man bitte junge Männer mit alten Frauen, Arm in Arm, aus der Oper schlendern? Eben. Ich will gleiches Recht für alle. So, und da sind wir schon bei dem behindertsten Satz dieses Artikels. Und es ist eigentlich echt schockierend, dass man mit, wie alt ist die gute, 78 Jahren immer noch nichts gelernt hat. Nicht die einfachsten Dinge, wie zum Beispiel, dass Gleichberechtigung nicht unbedingt zu Gleichheit führt. Also, was soll das Argument, was mich rasend wütend macht, ist die gesellschaftliche Ungleichheit. Es existiert keine gesellschaftliche Ungleichheit. Beide Geschlechter haben vollkommen freie Wahl, wen sie als Partner aussuchen. Und Frauen suchen sich aus freien Stücken etwa 10 Jahre ältere Männer aus. Und das Gegenteil ist nun mal eher unüblich, ist eher, ja, fast kann man schon sagen, ein Fetisch, weil es entspricht auch nicht der Natur, dem natürlichen Impuls. Frauen suchen sich Männer mit höherem Status, mit einem höheren Erfahrungsschatz, mit einer höheren Intelligenz. Wie gesagt, das alles in meinem Video Beziehung auf Augenhöhe ist Bullshit. Das mag dir nicht gefallen, aber so ist es nun mal. Ja, keiner hindert dich daran, dir irgendwie einen jungen Lover zu suchen, der irgendwie darauf steht, auf ältere Frauen. Das gibt's auch. Es ist, wie gesagt, eher so ein Fetischding. Aber ich weiß, es gab mal in der Talkshow so eine 70-Jährige, die sich immer mit irgendwelchen jungen Lovern getroffen hat. Alles, was ältere Männer so begehrenswert macht, Lebensweisheit, Reife, innere Ruhe, haben ältere Frauen ja genauso. Ja, richtig. Aber Männer interessieren sich nicht so für diese Dinge wie umgekehrt Frauen. Die Geschlechter reagieren auf bestimmte andere Schlüsselreize. Ist doch nicht so schwierig zu verstehen.
dass es nur auf eine Weise zu Beziehungen mit größeren Altersunterschied kommt, muss also allein an Rollenbildern und Schönheitsidealen liegen. Genau. Sind alles soziale Konstrukte und hat überhaupt nichts mit Biologie zu tun. Deswegen ist es auch in allen Kulturen, überall auf der Welt, komischerweise genauso. Oder zeig mir bitte eine Kultur, wo es andersrum ist. Wo die Frauen sich junge Lover suchen und diese heiraten und diese aushalten. Das gibt's nicht. Wie kann es sein, dass graue Strähnen bei Männern anziehend wirken und bei Frauen ein Grund sind, nachzufragen, ob man nicht mal zum Friseur gehen möchte? Ganz einfach, graue Strähnen zeigen bei einem Mann Erfahrung und das finden Frauen anziehend. Und bei Frauen symbolisieren sie Alter, was Männer abstoßend finden. Es ist so ungerecht. Ja, die Natur ist ungerecht. Kannst du drüber heulen oder kannst du es auch einfach sein lassen und damit arbeiten? Man kann genauso sagen, es ist ja so ungerecht, dass wir Männer immer die Besserverdienenden sein müssen oder die Höherstehenden. Dazu habe ich auch gerade eine E-Mail reinbekommen und die werde ich auch in einem späteren Video bearbeiten. Die Gesellschaft verhält sich so, als klebt auf der Stirn von Frauen ein Haltbarkeitsdatum. Ja, das tut es. Und das ist mit ihrer Fruchtbarkeit hängt das zusammen. Mein Gott, das ist doch nicht so schwierig zu verstehen. Ja, das ist, wir sind alle biologische Kreaturen. Die Frau hat ein Verfallsdatum, denn wenn sie nicht mehr fruchtbar ist, dann wird sie biologisch für den Mann uninteressant. Ich habe mal eine gute Sache gelesen, warum Frauen halt praktisch so drastisch altern und sehr schnell viel unattraktiver werden als Männer, die altern. Ja, also Männer mit 40 sind durch die Bank die meisten noch super attraktiv, auch für Frauen, die 20 sind. Ja, also ich bin 40, was weiß ich, also das ist, da sieht man nicht so große Alters- und, Alterserscheinungen und die sind auch nicht störend für die Optik. Aber dann schau dir mal die Frauen mit 40 an. Ja? Die Natur hat es extra so eingerichtet, um zu sagen, dem Mann zu signalisieren, lass die Finger davon. Diese Frau kann dir keine Nachkommen mehr schenken. Und ein Mann kann bis ins hohe Alter, bis 70, noch einer Frau Nachkommen schenken. Und genau deswegen ist es vollkommen egal, wie alt der Mann ist und überhaupt nicht egal, wie alt die Frau ist. Und das ist recht schnell überschritten. Fürchterlich ist das. Tja, beschwer dich bei Gott oder dem Universum. Wir Männer können auf jeden Fall nichts oder die Gesellschaft oder das Patriarchat. Wenn es mal eine Ausnahme von der Regel gibt, zeigen die Reaktionen erst recht, wie zementiert die Vorstellungen von Anziehungskraft sind. Ich habe mich über die Schlagzeilen über Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte so geärgert. Diese Frau hat in ihrem kleinen Finger mehr Stil, als sie die meisten Frauen in einer Lebenszeit antrainieren können. Fantastisch! Das ist aber vollkommen unerheblich für die biologische Fortpflanzung, ob eine Frau Stil hat oder nicht. Aber diese wundervolle, charismatische, kluge Frau wurde begutachtet wie auf dem Viehmarkt. Mit großem Unverständnis, warum sich denn jemand wie der junge Macron eine ältere Frau ausgesucht hat. Aber mei! Gut gealtert ist sie ja schon. Ja, weil es, wie gesagt, gegen die biologischen Prinzipien verstößt. Es ist auch sehr ungewöhnlich, also auch Rassen untereinander präferieren sich selbst. Ja? Also das heißt, viele Schwarze sind auch mit Schwarzen zusammen. Und es ist sehr selten, dass ein schwarzer Mann eine weiße Frau heiratet und so weiter und so fort. Es kommt vor, aber es ist selten. Und wenn etwas selten ist, dann wundern sich die Menschen darüber. Ich würde mir wünschen, dass sich ein paar meiner Freundinnen jüngere Partner suchen und dann Händchen halten durch die Fußgängerzone laufen. Ja, warum machst du es denn nicht? Wenn du einen findest, der es gut findet, verbietet dir ja keiner. Je häufiger man zeigt, wie unbeschränkt und frei und bunt Liebe sein kann, desto besser. Ja, das ist wieder so ein, einfach so ein Social Justice Warrior Meme, ja. Ja, Diversity und der Welt zeigen, wie unbeschränkt frei und bunt Liebe sein kann, desto besser. Liebe entwickelt sich vollkommen organisch und natürlich, ja. Und sie entwickelt sich so, wie es halt gerade ist. Und wenn jemand auf was anderes steht, dann kann er dem nachgehen. Da gibt es in unserer Gesellschaft heute keine Einschränkung. Egal, ob du auf Männer bist, stehst, ob du Lesbe bist, ob du trans bist. Du kannst alles leben, was du willst heutzutage. Auch weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendwann in ferner, ferner Zukunft diese verkrusteten Vorstellungen keine Rolle mehr spielen. Das glaube ich nicht.
Aber egal wie toll ich es fände, insgesamt mehr Paare mit Altersunterschied zu sehen, ich suche mir lieber einen Mann in meinem Alter. Ach, schau mal an. Siehst du, auch du handelst so, genauso wie du es ja eigentlich nicht haben möchtest. Mein eigenes Liebesideal ist nämlich, mich nicht verstellen zu müssen. In der griechischen Mythologie gibt es ein Paar namens Philemon und Baukis, die meinem Ideal entsprechen. Sie lieben sich und wollen unbedingt zusammen alt werden. Recht haben sie. Es ist doch viel entspannter. Ich will einen Mann, bei dem die Haut genauso baumelt, der morgens auch ein Ziehen im Knie spürt und der die Zeitung ebenfalls nur mit der Lupe lesen kann, weil es herrlich ist, so etwas gemeinsam durchzustehen und darüber lachen zu können. Außerdem muss man praktisch denken. Wenn zwei Männer mit Lupen, Tablettendöschen und hellen Leselampen zusammenziehen, gibt es mehr altersgerechte Haushaltsgegenstände für alle. Jo, okay. Dann mach das doch. Oder such dir einen Jüngeren. Eben sagst du noch, du willst einen Jüngeren, jetzt willst du einen deines Alters. Naja, gut. Wie gesagt, dieser Artikel ist nicht so schlimm, aber er wurde mir zugesandt und er zeigt halt auch, dass auch im Alter, das Alter ist auch nicht gefeit von dummen Gedanken, dass die Welt gefällt mir nicht so, wie sie ist und es ist alles ungerecht und es sind alles nur soziale Konstrukte und warum verhält sich alles so, wie es ist. Okay, mein Lieber, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Drück wie immer den Daumen hoch oder den Daumen runter, wenn es dir nicht gefallen hat. Abonniere diesen Kanal, very important. Und wenn du Bock hast, mein Patreon zu werden, dann findest du dazu auch alle Links in der Beschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich bin raus, dein Maximilian.